Dein Schal. Naja, dann kill einfach alle. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Borderlands 2. Zu dritt, wie versprochen. No Way und Last Year hat uns gejoint. Ein Zero, der direkt mal mit einer Shotgun rumballert. Aber ich denke, ein Sniper Rifle und Nahkampfwaffen wird er ebenso im Repertoire haben. Keine Skeks mit rotem Schal? Na, dann halt eben alle töten. Ich schätze mal, wir müssen dann wahrscheinlich noch woanders hinlatschen und dort Skeks töten, bis wir... Niemand betrügt mich ungestraft. Ich dachte, es stillt mein Rachedurst, wenn ich dich von dieser Zigeunerin in einen Skeg verwandeln lasse. Aber es reicht mir nicht. Stirb! Okay, jetzt sollen wir Jerex wohl offensichtlich sogar umbringen. Hör auf! Ach komm. Kotzeskeg! Bisschen dunkel hier. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ihr so seht, aber ich sehe nicht sonderlich viel. War es das wert, Uriah? War es das wert, in einen Skeg verwandelt zu werden? Ich hoffe es für dich, du Bastard! Oh, da ist aber jemand sauer. Ich habe ja schon oft gehört, dass homosexuelle Beziehungen etwas temperamentvoller verlaufen sollen, aber so arg? Ich meine, da lobe ich mir doch die Frauen, die knallen dir wenigstens nur eine runter. Und verwandeln dich nicht gleich in einen Skag. Oh ja. Wobei, meistens zerkratzen sie ja ein Auto. Hm. Weiß auch nicht, was mir da besser gefallen würde. Ich sehe nix. Hier ist zu viel los. Es blitzt und funkt und bratzt. Gut gemacht. Einer dieser Skeks muss mein Mann gewesen sein. Hey, Kammerjäger! Hier drüben! Rede mit Uriah. Wer ist denn jetzt schon wieder Uriah? Uriah oder Urim? Hm. Uriah steht da. Hallo, du Typ? Du hast vier Federn im Kopf stecken. Du siehst leicht bescheuert aus. Tja, ich bin kein Skag. Ich bin getürmt, als Jerex der Spinner gemerkt hat, dass ich ihn betrogen habe. Hör zu, tust du mir einen Gefallen und bringst ihm meinen Schal, damit er glaubt, ich wäre tot? Oh, und töte mich nicht. Ich habe eben gemerkt, dass es vermutlich keine gute Idee war, aus der Deckung zu kommen, als du schon dachtest, ich sei tot. Also... Tja, das ging irgendwie so schnell. Naja, okay, ausnahmsweise mal. Danke, Chef. Bring Jerex diesen Schal. Na dann. Ich hatte schon anvisiert. Ach jetzt, der arme Kerl kann doch nichts dafür. Also irgendwie schon, aber irgendwie, weiß nicht. Ich kann es ja gut verstehen, ja. Also mal ganz ernsthaft, wenn man jeden Mann töten würde, der irgendwann mal sich vielleicht für das süßere Dessert entschieden hat, dann wäre die Population auf der Erde sehr in Gefahr. Beziehungsweise die restlichen über... Ja, weißt du, das wäre eigentlich eine lustige Idee, weil die restlichen überbleibenden Männer, die wären ja dann unglaublich begehrt. Aber dadurch, dass sie dann ja sich auch nur für einen entscheiden dürften, wäre das ja dann wieder voll blöd. Das wäre dann so, als würde man die ganze Zeit mit einem Lolli vor einem Kleinkind rumwedeln. Hm. Paradox. An und für sich. Stimmt nicht leicht, überhaupt nicht nachdenklich. Was für ein Dilemma. Apropos Dilemma, warum rennen hier blöd durch die Gegend? Keine Ahnung, wir sollen hier die Quest abgeben. Achso, ja, das hätten wir auch nachher machen können. Ich habe gedacht, wir müssen zu irgendjemandem mit ihm reden, aber... Jetzt sind wir schon da, jetzt geben wir sie halt ab. Mein Gott, was soll's. Kannst doch Munition kaufen, du willst doch immer Munition kaufen. Mhm. Du hast seinen Schal gefunden. Dann ist er also tot. Wow. Ja, wahrscheinlich. Nein, schon vorbei. Bin wieder happy. Scheiß auf den Kerl. Ah, das hat ja nicht lange angehalten. Gut, gut. So.
Suchen wir uns noch schnell die Großmäuler, bevor wir uns um Flyboy kümmern. Sollen sie uns doch mal das ins Gesicht sagen, was sie da vorhin so von sich gegeben haben. Oh ja, sie versucht haben, uns zu beleidigen. Ich würde sagen, versucht ist dabei der richtige Ausdruck. Jihau. Jihau. Nach rechts oder hier geradeaus? Nach rechts oder links? Das ist jetzt die Frage. Aber ganz ehrlich, links? Okay, wir gehen links rum. Wenn du da schon hinrennst. Ja, Sackgasse. Wieso? Das ist doch keine Sackgasse, was erzählst du denn? Mach doch die Glotzen auf! Mach doch die Glotzen auf! Keine Fett beim Fressen bei der Arbeit. Dragon Bruiser. Ach komm. Ist ja gut. Da ist ein Tresor. Medi-Zeugs. Oh Mist! Der Kammerjäger hat unsere Botschaft gekriegt. Ja, hat er. Ja, du kack-anonymer Troll. Komm, komm her, sag's mir ins Gesicht. Komm, was willst du mir sagen? Der beste Robot aller Zeiten. Kannst du doch mal stehen bleiben? Ich komm durch. Oh. Ja, leg dich auch hin. Du darfst ja gerne herkommen und mir helfen. Bin unterwegs, aber ey, bist du weit weg. Ich bin bei. Ja, der Troll, der turnt darum. Das wäre scheiße gewesen. Da hast du recht, ja, das wäre ziemlich scheiße gewesen. Wo ist er denn? Der hält ganz schön was aus. Aber nicht runterschucken, sonst fällt die Beute da auch runter. Sollen wir mal irgendwann dahin locken, ne? Da. Du hast diesen Agros mit Kugeln das Maul gestopft. Diesen Agros. Ja, ja, die Agros. So, dann bleibt jetzt ja eigentlich nur noch, sag's mir das in das Gesicht. Na, dann muss ich das dann da hinten abgeben, oder? Ja, machen wir beim Rausweg. Dann kümmern wir uns mal um den ach so lieben Flyboy. Mal gucken, ob er immer noch so eine große Fresse hat, wenn wir sie ihm gestopft haben und ihm die Flügel gestutzt haben. Stützen wir doch dem guten Mann mal die Flügel. Oh ja, mach das Tor auf, das ist schön. Ich geb dir mein großes Pisten-Ehrenwort, Baby. Egal, was mit diesem Laser-Flyboy geschieht, du wirst die Forge nicht lebend verlassen. Ach, mischt sich der Pisten jetzt auch noch ein. Erreiche den Aufzug. Erreiche Flyboys Versteck. Ja, eins nach dem anderen, Herr Kollege. Eins nach dem anderen. Erstmal hier die kleinen... Oh. Buzzard? Du bist gerade in die Lava geflogen. Ey, Alter, wie blöd kann man denn sein? Hast du gleich den Piloten getroffen? Bitte? Hast du gleich den Piloten getroffen? Keine Ahnung, ich habe mit dem Raketenwerfer auf ihn geschossen. Könnte schon sein. Naja, was soll's, ne? So, dann gehen wir noch mal nach oben. Ich will doch mal diese Shotgun ausprobieren, ob die doch was taugt. Och, bleib doch mal stehen! Naja, gut, also... So ein bisschen vielleicht. Aber auch nicht so wirklich. Na, vielleicht noch mal irgendwo ein bisschen in der Kiste spielen. Wo müssen wir denn als erstes hin? Nicht uncool, Weichei. Hast dich schwer reingehängt, nur um gleich deinen letzten Furz zu husten. Sobald ich in dem Kopter sitze, könnte Bahamut selbst mich nicht stoppen. Ich zeig dir, was ein echter Badass ist. Meinst du? Meinst du, dass du mir das zeigst? Gott, die Shotgun ist ja mal voll für den Hintern. Ah! Ich enforce hier auch gleich mal was, Kollege. So, guck mal, ich schieß dir in die Eier mit einer kleinen MMG. Hi, wo sind wir denn? K.
Kannst du dich aufheben oder ist da nichts für dich? Ah, er lebt wieder, gut. Wir sind übrigens schon ein Stockwerk höher. Muss mal die Treppe hochlatschen. Wow, ich bin wieder ein Stockwerk runter. Ich bin wieder ein Stockwerk tiefer. Ja, ich noch nicht. Noch nicht. Ich behaupte nicht, dass das sich nicht gleich ändern könnte, aber noch bin ich hier oben. Fallen die edlen Teile! So, irgendwann müssen wir doch mal hier irgendwas erreichen. Entweder Aufzug oder den Typ. Ich schätze mal hier erstmal Aufzug. Da drüben, hä? Hä? Oder? Na, dann latschen wir da einmal außen rum. In wenigen Augenblicken heißt es Flyboy gegen den Kammerjäger. Hey, raus aus meinem Echo, Lady! Die Co-Moderation war eine einmalige Sache! Sorry, Talk, aber wenn schwitzende Körper im Clinch liegen, bin ich einfach die geeignetere Moderatorin. Und? Sexuelle Anspielungen machen kann ich auch! Der heutige Kampf zwischen Flyboy und dem Kammerjäger! Das gibt einen Bums! Ich fand Moxies Anspielung besser. Ja, er hat einen mehr bewegt. Kommt ihr? Ach, da ist der Aufzug. Mhm, da ist der Aufzug. Das hast du richtig erkannt. Oh. Ah, hab ich da hinten noch was liegen sehen? Oh, nö. Dann fahren wir doch mal, ne? Hallo Flyboy, ich komme. Hier ist Feierabend für dich, du Wurst. Ich schraub dir meinen Kopf in dein beschissenes Rückgrat. Es kann losgehen. Flyboy gegen Kammerjäger. Kämpf! Heilige Kotzscheiße! Ein riesiges Luftschiff hat gerade Flyboy getötet. Ich möchte sofort wissen, wo der Schiedsrichter steckt. Was zum Geier ist ein Schiedsrichter? Jetzt ist Knallzeit! Alle Geschütze kommen aus dem Luftschiff! Halt deinen Arsch fest! Feuer! Erstmal ein schönes Schild runterschießen. So, und jetzt frisst du ein paar Raketen. So, friss mal meine Raketen. Ein paar Kopter, die helfen dir jetzt auch nicht mehr. Oh, das war's schon. Guck mal. Also fast. Na, komm, lass dich umbringen. Ach, ist schon platt. Plupp! Es hat einfach plupp gemacht. Oh, keine Munition. Oh, das ist... Alter, stehe ich da knapp an der Kante. Da bin ich doch gerade tatsächlich fast runtergefallen. Ich lebe noch, du Feigling. Du konntest mich nicht stoppen. Feigling? Wer kam denn da mit einem riesen Zeppelin an? Stell dich nicht so an, selbst schuld, Kollege. Ausgezeichnet, Kammerjäger. Komm wieder her, dann geben wir Pisten den Rest. Na, das halte ich doch für einen Plan, oder? Was gibt's denn jetzt hier noch? Von dir kommst, fliegen die Fleischfetzen. Aber mal, Fleischfetzen, ich habe ihr das gefunden. So, mal, siehst du das auf der Karte? Da gibt es so einen ganz kleinen, dünnen Weg nach da hinten irgendwie. Lass mich. Ich glaube, das sind die Röhren hier. Ganz kleiner, dünner Weg. No risk, no fun. Schüpf da über die Röhren. Mal gucken, was es da hinten gibt. Oh, 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 oh. Oh, eine Waffenkiste. Oh, was Gescheites drin? Wahrscheinlich eher nicht. Hm. Bitte was Gutes, bitte was Na. Gutes. Oh, das wird knapp. Tja, voll am Ziel vorbeigeschossen. Naja, ich glaube, die Waffen, die hier drin liegen, sind auch eher was für Last C. Für uns sind die nicht wirklich was. Weil es überhaupt. So, wie kommt man jetzt hier wieder raus? Lebendig. Gleicher Weg zurück. Das wäre voll lahm.
Na, wir probieren es einfach mal. Sarele. Dann über. Immerhin kostet mich ein Tod ganz schön viel Asche. Hört das auch auf? Ja, cool. Du hast schon wieder Spaß, oder was? Oder ballerst du nur so in der Gegend rum? Ich baller mal so. Na dann. Gucken wir mal, dass wir hier den Krater wieder verlassen. Uns noch die Quest da hinten abgeben. Und dann zurück zum Moxie. Weil die Level 50 Quest bleibt halt dann offen. Ne? Was soll man machen? Kann man machen nix. Mhm. Kann man machen, wenn wir 50 sind, kommen wir wieder her. Mal schauen, wie viel die anderen zwei DLCs uns noch bringen. Ja, vielleicht kommen wir noch ein drittes. Ich verstehe das eh nicht so ganz. Der Season Pass soll eigentlich... Der Season Pass soll eigentlich 4 DLCs freischalten. Und, naja, das letzte, was jetzt freigeschaltet wurde, war Sir Hammerlocks Big Game Hunt. Den haben wir auch. Und das hieß, es soll jetzt auch der letzte DLC gewesen sein. Das erste wäre der Macromancer DLC gewesen. Aber du hast den Season Pass und den Macromancer DLC nicht. Irgendwie ist das komisch. Ja, ich habe mir den Macromancer einzeln holen müssen. Ich vermute nur, da kommt noch eins. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Borderlands 3 ist ja auch schon mehr oder minder angekündigt. Ihrem Akkusprech keine Taten folgen lassen. Ihrem Akkusprech. Catch a ride. Skin-Anpassung. Für welches? Runner. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt müssen wir wieder zurück nach Kickstart fürs Herz. Naja, gehen wir halt mal. Ne? Ja, dann machen wir. 4, 3, 2, 1 und da geht's los. Los geht's. Zurück zum Moxie. Wollen wir uns noch eine Karre irgendwo holen. Ich muss sagen, das war eine erstklassige Leistung, Kammerjäger. Oh Gott, sie spricht mit ihrer Schinky-Micky-Stimme. Sobald du Champion bist, bist du persönlich zu einer Weinprobe in meiner Sommerresidenz in den Highlands eingeladen. Ach, und bitte lade Sir Reginald nicht ein. Nach einigen näheren Gesprächen mit ihm habe ich bemerkt, dass er ein ausgesprochener Rassist ist. Was, Sir Reginald, nicht diese komische Hase? Ist deine letzte Chance, kapiert? Zieh dich aus dem Turnier zurück, oder ich feuere mit den schweren Geschützen. Und das wird dir nicht gefallen, wenn ein Champ mit den schweren Geschützen feuert. Hast du gehört? Das ist doch nur Schiss. Hey. Hallo, wo bleibt denn der andere? Da, Rinder. Die Sprint-Taste noch nicht gefunden. Aber doch, der sprintet nur. Aber es sieht bei dem... ein wenig ruckelig. Bei dem Snooper nicht so aus. So, wo müssen wir denn hin? Zu Moxie, ne? Dann sind wir ja schon fast da. Uhu! Oder auch nicht. Das ist sauber eingeparkt. Selbstverständlich. Schade, dass man die anderen Karren nicht wegschieben kann. So parke ich nämlich normalerweise ein. Bisschen vorne, ein bisschen hinten und schon hat man genug Platz. Oh verdammt, ich hab was vergessen. Zeit für den Sieg, Sugar. Jetzt gilt's. Nur Pisten steht noch zwischen dir und einer Kammer voller Beute. Du weißt, was du zu tun hast, Sugar. Ja, dann gehen wir halt wieder raus, ne? Hast du dein Geschütz in Moxies Bar gestellt? Da drin muss er sicher sein. Mit der Tante da drin ist alles sicher. Ich wollte dir noch mein langes Rohr zeigen. Vor allem jede Menge sexuelle Anspielungen. Wobei die geilste bisher wirklich die mit ihren Freundinnen war. Wenn hier einer meiner Freundinnen leckt, dann bin ich das. Hallo? Wo bleibst du denn? Das bei ihm lädt ein bisschen länger. Fahr mal vor. Ach so. Ich hab gedacht, du bist, er ist hinten auf dem Ding gewesen. Oh. Ruckel die Ruckel. Ah, jetzt hat er. Ist nicht dein neuer Rechner, oder? Auf dem du gerade spielst. Nein. Die Reservemaschine. Merkt man so leicht.
So, dann betreten wir mal die Arena. Kriegt zum dritten Satz heiße Ohren. Ja, wer Zeit, dass der Pisten mal bekommt, was er verdient. Blöder Sack. Für den suchen wir noch ganz besondere Waffe aus. Was vor, wenn das Turnier zu Ende ist? Oh, vermutlich hole ich Bauarbeiter und lasse sie sorgfältig zerlegen. Mann, was denkst du denn? Wir jagen sie natürlich auch. Oh, Schätzchen, da habe ich eine bessere Idee. Moxie kriegt wieder ihren eigenen Underdome. Was ist das denn? Deine vorne ran. Hier war auch mal mehr Gerümpel drin gestanden. Ja, aber ich schätze mal, er wird mit dem Auto oder sowas in der Arena rumeiern. Dementsprechend. Jetzt kommt das große Finale, Fightfans! Seid ihr bereit? Ich hab dir gesagt, bleib mir vom Leib! Ach aber du jetzt kämpfen Scheiße! Wir Auge in Auge! Gladiator gegen Gladiator! Gegen... Pedasaurus. Verdammten Riesentirex! Pisten, du verdammter und im Anmarsch! Ich bin kein Betrüger! Ach du Kacke! Dieser Pedasaurus ist das größte mechanische Wunderwerk, das ich je gesehen habe. Ich weiß nicht mal, wo seine Schwachstelle ist. Unter den Robotersauriern! Hast du eine Idee, wo man ihn hinschießen kann? Ich schätze mal in den Mund oder was? Dies ist ein legendärer Kampf zwischen Gut und Böse. Hat er gerade eine Atombombe auf uns geschossen? Zwischen Riesen, Metall-T-Rexen und anderen, die keine Riesen-Metall-T-Rexe sind. Gut gebrüllt. Ich weiß. Ach du Schande. Ich hab mein Schild wieder regeneriert, weil ich hab nicht viel Leben. Ja, das kenne ich irgendwoher. Das geht mir ähnlich. Ich versuche gerade eine Schwachstelle zu finden, aber... Überall, wo ich hinschieß. Ich hab's erwischt. Kann ich einer hochziehen? Ja, er hat einige Stellen, aber lauter kleiner. Ich komm. Ne, ich bin schon fast da. Bleib nur mal weg. Falls ich jetzt auch noch sterb. Wo hat er denn Schwachstellen? Ich versuch's noch mal auszumachen. Das Benzinfass an der Seite. Also Benzin... Ach ja, die Benzinfässer, die überall auf ihm sind, das sind seine Schwachstellen. Dein Geschütz ist gleich wieder Geschichte. Na toll, jetzt hat er auf der Seite kein Benzinfass mehr. Muss ich hinten auf die andere Seite. Fass, was am Kopf ist. Am Kopf? Hinterm Kopf, am Nacken hat er so ein Fass hängen. Ja, aber du bist halt auch so, dass du da drauf schießen kannst. Ich bin mehr oder weniger vor ihm. Ah, tatsächlich. Jetzt auch nicht mehr da. Auf der anderen Seite hat er bestimmt noch welche. Oh, jetzt fahr doch nicht weg! Zeig mir doch mal deine schöne Seite, Junge. Das wird eng. Genau die Seite will ich. Jo, Mann. So ist schön. Hinten diese Augen, diese Düsen, die er hat, die sind auch kritisch. Ich mach erstmal noch das. Hatten mich da wieder erwischt. Fass auf der einen Seite weg. So. Bist schon wieder tot. Ja, wenn wieder so jemand so freundlich wäre. Ja, ich bin auf dem Weg. Die Arena ist nicht gerade klein, muss man mal so sagen. Hat er noch irgendwo Fässer? Was? Ich schau bei dir vorbei. Aber okay. Wenn er dich nicht. Wenn er gerade aufhört, dich zu schießen. Du sagst die Düsen, hm? Wow. Also bei mir sind die Düsen nicht kritisch. Nein! War nicht rechtzeitig. Nee, die Düsen sind nicht kritisch. Ich weiß nicht, auf was du da geschossen hast. Aber die Düsen waren es nicht. Na gut, dann machen wir halt mal noch mal ein bisschen Normalschaden. Oh, keine Munition gekauft, das war jetzt wieder schlau. Dann eben ein bisschen Elektroschaden. Für dich.
Immer schön in Bewegung bleiben. Na? Oh, fuck. Hast du schon wieder geschafft zu sterben? Ja. Oh toll, er fährt fast über dich drüber. Das wird jetzt schwer, dich aufzuheben. Ah, das Kämpfen um Leben könnte fast reichen. Ja, er fährt über mich drüber. Ich mein... Jetzt kannst du ihn aufheben. Wird er ewig weiterleben. Na? Das ist ja gemein, ey. Ich hab dich noch aufgehoben gehabt. Ja. Was geht denn hier? Voll die Verarsche. Oh toll, jetzt habe ich keine Munition mehr für meine... Sag mal, gibt's hier Munitionsstationen? Ah ja, an der Seite. Dann gehe ich doch mal ein bisschen Munition holen. Hey, was machst du hier bei mir? Nicht solange ich keine Munition habe, Kollege. So, jetzt können wir das Spiel hier nochmal machen, wenn du willst. Komm her. Hol sie dir ab. So, so viel zu deinem Schild, Kollege. Wo ist denn jetzt? Verreck. Wo liegst denn du? Alter, was haut denn der da für komische Wellen raus? Reinzukommen? Wahrscheinlich nicht. Ach du Kacke, was ballerst du da um dich? Ah, weißt du was? Friss mal eine Granate. Und noch eine. 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 Och nö, nicht aus dem Kreis raushüpfen. Das ist nicht fair. Oh, du hast doch bestimmt auch Schwachstellen, aber wie kann man so schlecht treffen, wenn du die ganze Zeit gegen mich kämpfst? Ah, da oben, dein Kopfding. Oben sind die Schwachstellen. Ah! Hüpft der einfach vor mich! Und sein Kopf ist auch eine tendenzielle Schwachstelle. Bleib mir vom Leib, bleib mir vom Leib. Ich schick mal ein paar Granaten raus. Ich kann ja mal versuchen, zu dir zu locken. Ja, die landen da nur an der Grenze, mehr nicht. Aber er ist eh gleich tot. Hey, da hinten liegt Iridium. Das war's, Leute! Hier liegt eine ganze Menge Iridium. Von Pandora's Badass Nummer 1. Tokens. Wird sich öffnen. Ladies and Gentlemen, Applaus für den Kammerjäger! Die Kammer öffnet sich! Wo waren das Iridium? Ach du Schande! Ich hoffe, ihr habt die Taschen leer. Ach du Kacke! Erstmal das ganze Iridium einsammeln. Und das, liebe Kinder, war die Geschichte, wie der Kammerjäger zum Champion von Pandora wurde. Du hast den Teil vergessen, wo der Kammerjäger Pisten so eine knallt, dass er explodiert. Weil das niemals passiert ist, Tina. Unwichtig! Ganz ruhig, Torb. Du hast jetzt andere Sorgen. Zum Beispiel mir deine Arena zu überlassen, weil ich sonst deinen Aktionären von diesem kleinen Turnier erzähle. Woher zum Teufel soll ich wissen, dass illegale Off-World-Deathmatches illegal sind? Sugar, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Woher soll ich wissen, dass illegale Deathmatches illegal sind? Ja, woher könntest du das nur wissen? Schick. Sehr schick. Der erste DLC ist damit fertig. Bewohner von Barrow, passt auf keinen Fall Talks Badass Tournament. Wir bieten Explosionen, Gewalt, Autorennen. Ganz schön krass, wie viele Leute nochmal an so einem DLC arbeiten, ne?
Ja, das war auch viel Arbeit, würde ich mal sagen. Explosion, Deathmatches, Explosion, Lufthundekämpfe, Explosion, keine Kätzchen, Explosion. Ganz wichtig. Vielleicht ab und zu auch mal noch ein paar Explosionen. Die Explosion am Ende sah so geil aus. Hast du das gesehen, das Ding? Die Beute-Explosion? Ja, der hat's schön nach oben geschoben. Alter, wie es da geregnet hat. Meine Herren. Aber zum Volleinsammeln bin ich nicht gekommen. Ja, ich auch nicht. Naja, was soll's. Ist das besser als das, was ich habe? Dann holen wir es jetzt nach. Schick. So, Gunsirker. Iridium, Iridium. Mein liebes Iridium. Nun ja, Leute, ich würde mal sagen, da müsst ihr nicht unbedingt bei zuschauen. Wenn es noch irgendwas Interessantes gibt, kriegt ihr es auf jeden Fall zu sehen. Jo. Die Folge ist durch. Ansonsten melden wir uns dann nämlich in der nächsten Folge wieder zurück mit einem neuen DLC. Mal schauen, welches wird. Pirate Booty Bay oder Sir Hammerlocks Big Game Hunt. Wer nichts Genaues weiß man nicht. Und ja, bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschö. So, doch nochmal ein kleiner Anhang. Ihr kriegt natürlich noch mit, wie wir die letzte Quest abgeben. Das wollte ich euch ja nicht vorenthalten. Gibt 75 Talkpoken und Pyropete hat trainiert. Aha. Pete der Unbesiegbare an Raid-Säule spawnen. Ah. Anscheinend können wir jetzt nochmal gegen die Leute kämpfen. In einer weiter ausgeführten Version, schätze ich mal. Aber das gucken wir uns dann in Ruhe an. Also, dann jetzt aber wirklich. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.